Eine Sache habe ich ja hier an deinem Gym schon entdeckt. Es freut mich ja sehr, dass es zumindest in irgendeiner Art und Weise auch in Deutschland mit der Evolution-Reihe weitergeht. Richtig. Evolution, der Einstieg. Jetzt macht man es quasi erstmal über die Kids. Und naja, Kids vielleicht nicht, aber wobei Kinder natürlich auch, also habe ich ja auch erlebt in den Testrunden, dass Kinder das ganz toll finden, weil dieses atmosphärische, thematische Spielen, das Fressen, gefressen werden, sich entwickeln, weiterzuentwickeln, damit ankommt. Eigenständiges Spiel. Eigenständiges Spiel, genau, heißt der Einstieg, weil es auch als Einstiegsspiel gedacht ist. Und zwar, man kann es als Evolution Light vielleicht sehen, weil es sind nicht diese 17 Eigenschaftskarten, die beim normalen Evolution drin sind, sondern es sind nur 10. Und von diesen 10 sind sogar noch 4 sehr ähnlich, haben gleiche Funktionen. Also man muss eigentlich nur 7 lernen, wobei man ein paar schon kennt. Aber wenn man ein ganz neues Spiel kennenlernt, braucht man einfach nur 7 Karten kennenlernen. Und ja, spielt sich trotzdem sehr, sehr gut, sehr, sehr auch hoher Tiefgang. Spielt sich etwas anders als das andere. Man muss nicht auf die Körpergröße achten, sondern man spielt ganz normal ganz einfache Sachen. Und zwar, wenn man an der Reihe ist, kriegt man immer eine Tierart hin. Das ist also eine Karte ausliegend, ist immer eine Tierart. Da steht auch drauf, wie viel man dann fressen muss. Und zwar sind es dann die Nahrungschips, die man haben will. Das Problem ist, dass es jede Runde für mich immer nur 2 Nahrung gibt. Und ja, 3 Nahrung wird dann schon schwer. Das heißt, wenn ich da nur 2 Nahrungschips drauf mache, stirbt der Rest ab. Von daher gibt es eben Karten, die man versucht eben auszuspielen, Eigenschaften, mit denen man eben wieder mehr Möglichkeiten hat. Der Longneck, also das Langhals, bringt mir dann einfach zu Beginn 3 aus dem Allgemeinvorrat, also zusätzlich. Ich kann mich auch wieder als Fleischfresser betätigen, weil dann kann ich halt wieder bei anderen Mitspielern mir Nahrung beschaffen. Aber die können sich natürlich auch schützen über Verbergen, über Flug, über Nachtaktiv. Die sind alle grundsätzlich gleiche Funktionen. Das heißt, wenn das andere Tier hier nachtaktiv ist und ich bin nicht nachtaktiv mit meinem Tier, kann ich es einfach nicht fressen. Ja, also quasi aber der Grundmechanismus ist eigentlich der gleiche. Der Grundmechanismus ist gleich, aber wesentlich einfacher, schnellerer Einstieg. Schön. Und also so, ja, man fängt damit an, dann wechselt man zum großen. Ja. Möglicherweise. Evolution. Ja. Und dann kommen vielleicht doch auch noch irgendwann die Erweiterungen. Genau, wir wollen natürlich, ich sag mal, wir haben also natürlich die Hoffnung, dass Evolution lange bei uns im Programm bleibt. Wir vertrauen auf dieses Spiel. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Spiel, sehr schöne Dynamik. Und wir wollen halt über den Einstieg natürlich noch mehr Leute aufs große Spiel ziehen. Und ja, ich sag mal, wenn es sich entsprechend gut verkauft, dann kommt irgendwann noch die Erweiterung.